Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Starfield, bei der Mission ins Unbekannt. Ich soll jetzt bei einer Scanner-Anomalie landen und was uns dort erwarten wird. Warten wir es ab. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht mehr viel Munition dabei habe. So viel kann ich schon mal sagen. Also, dann bei der Anomalie landen. Unbekannte Anomalie. Erstmal scannen. Jetzt weiß ich, was es hier für Materialien gibt. Hier, die Scanner-Anomalie. Da möchte ich gerne landen. Okay, Alarmstufe blau und los geht's. Landung initiiert. Schön langsam. Schön langsam ist eine gute Idee. Also, raus hier. Was für eine Welt. Den Handscanner und suche nach Verzerrungen in deinem Sichtfeld. Folge den Verzerrungen bis zur Quelle. Einfach wunderschön. Hallo Vasco. Okay, wir haben ein ganzes Stück zu laufen. Ja, hier ist es relativ schön. Du begleitest mich wieder, das freut mich. Das sind wieder ganz schöne Wege hier zu laufen. Moorblüte. Oh, Schadgas. Weg hier. Ich wollte doch nur scannen. Was? Sumpfkraut. Ein Rudel Korallenkäfer. Okay, lasst ihr mich denn unbeschadet vorbei einfach? Ich beeil mich auch und versuche nirgendwo drauf zu treten. Okay, Kupfer könnten wir hier abbauen. Warum eigentlich nicht? Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder überladen, oder? Nee. Ein neues geophysikalisches Merkmal. Okay. Die Temperatur ist extrem niedrig. Hauptsache, die lieben Tierchen lassen uns in Ruhe. Was auch immer wir hier finden mögen. Die Dinger sehen auch so aus, als sollte man sich vielleicht nicht zu nah rangehen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ein weiteres Fragment vielleicht? Wenn ja, haben wir vielleicht doch nochmal einen Grund, nach New Atlantis zu fliegen. Ich möchte mir dann allerdings auch sehr gerne mal die Neon möchte ich mir angucken, um es mit Cyberpunk vergleichen zu können. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie in Starfield so eine Cyberpunk-Umgebung umgesetzt sein wird.
Je nachdem, wie groß das Gebiet ist, werde ich mich da wahrscheinlich ja, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher umschauen. Ich weiß es noch nicht. Wenn wir wussten, dass die Ruinen da hinten sind, ne? Warum sind wir nicht einfach näher daran gelandet? Gut, das ist ja nicht mehr weit. Ich hätte natürlich auch den Booster mal ein bisschen benutzen können. Gut, das können wir jetzt auf die letzten Meter noch. Weil da brauchen wir nicht so viel Ausdauer. Okay. Jetzt können wir den Scanner ausschalten und stattdessen die Schrotflinte auspacken. Vielleicht benötigen wir ja ausnahmsweise keine. Ich hoffe, ich bin jetzt auf den richtigen Spuren. Naja. Den richtigen Spuren gefolgt. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass mir hier viel zu viele Sachen in der Schießerei enden. Halt mal still. Okay, nehmen wir erst die da unten. Na, kommst du wieder da raus? Das wird böse für dich. Ekliptics. Oder für dich? So, 19 Schuss noch. Okay, wir gehen ja jetzt auf Nähe. Also, Schrotflinte. Ich habe keinen Schimmer, ob wir hier richtig sind. Werden wir aber sicher gleich erleben. Außenposten ist ja relativ übersichtlich. Was ist denn eigentlich mein genaues Ziel? Ist das Journal nochmal irgendwie aktualisiert worden? Folge den Verzerrungen auf dem Scan. Habe ich das denn richtig gemacht? Verlassene Relaisstation. Also hier geht's nicht rein. Unten habe ich scheinbar eine Chance reinzukommen. Jawohl. Wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Da die Ekliptics am Quatschen. Ach, hier oben. Bitte redet doch einfach mit mir. Ach, kommt schon. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Ui. Kurz vorm Sterben hier. Na, wo ist denn? Medpack.
Okay, da hinten sind noch mehr. Beschäftigt! Hältst du so viel aus? Warum hältst du so wenig aus? Okay, ist da noch irgendwo wer? Ist das so? Ach, da ist noch einer irgendwo. Okay. So, tschüss. Bin mir trotzdem nicht sicher, was wir hier genau machen. Was machen wir hier? Brauchst du was? Wir unterhalten uns später. Ja, das machen wir. Da war doch gerade was hier. 500 Tacken wert. Aber man kann ja sowieso nicht alles verkaufen. Wir sollten hier gar nicht hin. Ich glaube, wir sollten hier gar nicht hin. Wenn ich mal auf der Karte gucke. Scanner-Anomalie erkundet. Nee, ich will da nicht hinreisen. Ich glaube, ich bin einfach falsch abgebogen. Komm, lass uns hier abhauen. Sollten eigentlich immer generell beide Türen geschlossen sein, grundsätzlich. So, weil da hinten sind die Scanner-Anomalien. Booster. Schneller. Neues physikalisches Merkmal. Das ist doch hier nicht richtig. Mache ich das denn richtig mit dem Scanner? Ich weiß nicht. Ich habe immer noch so meine Probleme, den Scanner zu verstehen. So, vielleicht muss ich zu diesem neuen Merkmal. Ja, und unterwegs alle Haxen brechen. Neues geophysisches Merkmal. Aber keine Ahnung, ist das da hinten eins, was wir schon abgelaufen haben? Müssen wir jetzt zu denen? Zu welchen müssen wir?
Folge den Verzerrungen auf dem Scanner. Kein Schimmer, ob das richtig ist. Gut, es wird auch nicht dadurch besser, dass ich ständig wiederhole. Wenigstens hatten wir gerade mal ein bisschen Action, wo ich noch gesagt habe. Wäre ganz gut, wenn hier nicht immer Action wäre. So, da ist wieder mein Raumschiff. Scanner-Anomalie. So, wohin jetzt weiter? Sind das jetzt die richtigen Punkte? Das kann ja was werden. Unbekannt. Ins Unbekannte. Sumpfkraut. Unbedingt bessere Boosterfähigkeiten. Okay, interessant. Scanne diesen Standort um Infos. Die Einblendung war viel zu schnell weg. Unbekanntes Merkmal. 0 von 1 gescannt. Wie mache ich das denn? Ah, E, um das Ziel zu wählen. Ah. Na, da musst du aber auch erstmal drauf kommen. So hätte ich die ganze Zeit schon auf dem Planeten scannen können, oder? Wo sind die weiteren Anomalien? Da hinten, ist das richtig? Nee, das ist wieder die Ruine. Hier. Da lang wahrscheinlich. So, wenn ich da jetzt was scannen möchte. So, die Moorblüte zum Beispiel. Vielleicht erfahren wir so, wo das nächste Restaurant liegt. Ja, genau. Dass du die Sachen nicht von alleine scannt, wenn man da... Ach. Ja, jetzt weiß ich auch, wie das scannen geht. Toll. Jahre später. Gut, das ist übertrieben. Bei euch kann ich ja auch scannen. Wenn ich näher dran bin. Ich lasse euch ja schon in Ruhe. Ein bisschen scannen hier. Okay, verstehe. Das ist mal wirklich eine beschauliche Mission, beziehungsweise sie hätte es werden können.
So, jetzt hatte er mal kurz eine Einblendung in der Einblendung. Da kam nämlich gerade mein Abendessen, wurde geliefert. Und da habe ich einen falschen Knopf auf dem Steam Deck gedrückt. Ich glaube aber, es war nichts Unanständiges zu sehen. So, eine Anomalie entdeckt. Was muss ich scannen? Oder habe ich es schon gescannt? Fauliger Stinkwurz. So, zum Scannen manchmal wirklich ganz schön nah ran. So, was soll ich denn hier? Gravitations. An dieser Stelle überlagerten sich. Mehrere Gravitationsanomalien, die auch weiterhin miteinander verbunden bleiben, okay? Habe ich die denn jetzt gescannt? Ach, was seid ihr denn für... Ui! Korallenkäfer. Kommt da noch mehr? Wenn ja, warum und wo? Ganzes Rudel direkt. So, wo muss ich jetzt hin? Analyse. Nee, ich habe erst eine Anomalie gescannt. Warum schaffe ich nicht, es nicht, diese Anomalie hier richtig zu scannen? Eine von dreien habe ich gescannt. Oder muss ich hier hinten scannen? Keine Ahnung. Oder hier? Unbekannt. Hier? Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Keine Ahnung, wo ich lang muss. Folge den Verzerrungen. Das ist ja furchtbar hier. Der Scanner-Stümper bei der Arbeit. Das ist ja nicht unser Ziel. Ein Stalker ist das. Also ich scheine ja hier genau auf der Anomalie drauf zu stehen. Das ist wahrscheinlich die Gravitationsanomalie, das Teil. Aber auch hier drücken, wie du willst. Oder ich habe sie schon gescannt. Komm weiter. Das
Da hinten scheint noch was anderes zu sein. Oder ist da hinten wieder mein Raumschiff? Es macht irgendwie wenig Spaß, diese Mission. Gerade. Vor allen Dingen auch, weil ich nicht weiß, ob ich es richtig mache. Das Ganze müsste noch eine Spur intuitiver sein. Ich weiß, man könnte jetzt sagen, okay, der alte Mann im Monitor kriegt es nicht richtig hin. Das stimmt vielleicht auch. Aber bei anderen Spielen klappt's. Jetzt kommt der Nächste um die Ecke und sagt, naja, ist doch Bethesda. Kümmere mich nicht. Da hinten ist wieder mein Schiff. Das ist doch eine Anomalie, wo ich schon gewesen bin. Also ich bin ja gerne bereit, das eine ganze Weile zu probieren, ne? Aber wenn es gleich nicht irgendwie vorwärts geht. So, die Weißen. Oder muss ich hier zu dem Schwarzen dann hier, da hinten weiter? Die Schwarzen sind noch nicht entdeckten. So, Gravitationsanomalie. Was ist da hinten? Das Ding ist zum Scannen, richtig? So, ist aber schon gescannt. Also, sind die Schwarzen noch zu scannen? Hoffe ich doch, dass es so ist. Bedeutet... Nee, das ist eine Ruine. Da. Du lässt mich mal ganz in Ruhe hier. Entschuldigung. Hier könnte ich jetzt ein Fahrzeug gut gebrauchen. Schon. So, irgendwas muss es noch gut sein. Ich will da jetzt auch keinen Schnitt reinmachen in so eine Folge, weil das ist ja null spannend. Aber wie gesagt, ich habe danach gerufen, dass es mal Missionen gibt, wo man nicht kämpfen muss, auch wenn ich es hier getan habe. Es soll ja auch immer mehrere Lösungsmöglichkeiten geben hier in dem Spiel, ne? So angesagt zumindest. Wenn ich es jetzt nicht wieder mit was anderem verwechsle. Durchaus möglich. Orientierung ist nicht mein Freund. So, Gravitationsanomalie entdeckt. So, scannen. Hast du die Anomalie? Kann ich die scannen? Was macht das hier? Okay, sind irgendwelche Tiere drin gefangen. Also hier auf der anderen Seite muss es irgendwo sein. Was ist los? Kampfmusik?
Naja, sie macht das schon. Folge den Verzerrungen. Ich bin doch hier richtig. Wo ist die Stelle zum Scannen? Misthaufen? Ach! Ein Mastzoologe. War hier drin. War was Wertvolles dabei? Ich habe zu viel Last schon wieder. Komm, du kannst auch mal was tragen. Wo bist du? Komm mal her, bitte. Hast du was für mich? Ja. Ich spiele gern den Packesel für dich. Dankeschön, das ist aber sehr freundlich von dir. So, alles sortieren nach Gewicht. So, mein... Nicht vergleichen. Kuh. Mein Inventar. Alles. Sortieren nach Gewicht. So. Mal der Ashtar-Tamer. Das reicht doch eigentlich schon, oder? Was haben wir hier noch? Der Kopfgeldjägerhelm. Das Entdeckerskaliber. Ich möchte ja eigentlich nur, dass ich nicht überladen bin. So, das reicht völlig. Vielen Dank. Bis dann. Ja, bis dann. Habe ich die Anomalie denn jetzt gescannt? Das sind irgendwelche Mineralstoffe. Fauliger Stinkwurz. So, Gravitationsanomalie. Kommt nur her. Also muss ich irgendwie da rauf, um die zu scannen, oder was? Vielleicht? Keine Ahnung, soll ich denn da näher dran kommen? Das ist ja hier irgendwie rauf. Das geht nicht. Ist es hier? Oder hier? Das könnte funktionieren. Nein, nicht runterfallen. Wieder in die Ego-Perspektive. So, wo sind die? Das geht von hier nicht. Da komme ich auch nicht so ohne weiteres rauf. Höchstens. Nein, es wird weder von hier noch von da vorne klappen. Runterstehen vielleicht. Das macht mich narrisch hier.
Okay, da geht's nicht. Was ist mit dir? Hast du eine Idee? Hier einfach rauchlaufen. Kannst du vergessen, obwohl hier vielleicht? Vielleicht. Warte mal, hat er nicht gerade irgendwas angezeigt zum Scannen? Kupfer, also da komme ich auch nicht weiter. Höchstens. Okay. Okay, jetzt wird es angezeigt als Gravitationsanomalie. Kann ich es denn jetzt auswählen? Ich noch ein Stück rauf. Kein Schimmer. Da hinten vielleicht noch. Oder hier drauf. Ist das denn vielleicht nah genug? Komm ich nicht dran. Wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Also das ist mir, das wird mir lang, das wird mir zu blöd. Auch wenn die Lösung hier vielleicht ganz einfach ist. Nee. Ende aus. Mach ich nicht. Wir gucken uns dann Neon an zusammen. Los. So, nix wie weg hier. Zack, weg. Dann mal auf ins Unbekannte. Von hier oben sieht es so friedlich aus. Ja. Und so friedlich ist es auch unten. Oder hätte es zumindest sein können. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.